Backen Plätzchen und Kuchen mit Fernsehkoch seltsam McKenzie YouTube. 200 Gramm Marzipan Rohmasse 4 Eiweiß, Klammer auf Größe M, Klammer zu, eine Prise Salz, eine türkische Liga weißer Balsamico Essig 125 Gramm brauner Zucker 200 Gramm, geschälte gemahlene Mandeln 125 Gramm, backfertige Mohnfüllung ca. 70 Backoblaten, Klammer auf 40 mm 0 Klammer zu, zum Beispiel Küche 1 Esslöffel, gemahlene Mohn 1 bis 2 Esslöffel, Dekor Schnee Salz und Balsamico mit den Schneebesen des Handrührgeräts steif schlagen, Zucker einrieseln lassen und so lange weiter schlagen, bis sich der Zucker gelöst hat. Mandeln, Marzipan und Mohnfüllung, vorsichtig unterrühren. Backofen auf 150 Grad vorheizen, Klammer auf Umluft, Klammer zu. Mit einem Portionierer Teig abstechen und den überschüssigen Teig abstreifen. Backoblaten darauf setzen und auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche geben. Vorgang wiederholen, bis der gesamte Teig verarbeitet ist. Bleche nacheinander im Backofen 20 bis 25 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, auf ein Kuchengitter setzen und auskühlen lassen. Mit Mohn bestreuen und mit Dekorschnee bestäuben. Makronen halten sich in der Plätzchendose 3 bis 4 Wochen.